Johannes Kahrs, er ist der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Ich grüße Sie, Herr Kahrs. Moin. Morgen nach Hamburg. Aus Ihrer Sicht, sind denn jetzt also die beiden, Norbert Walter Borjans und Saskia Esken, die richtigen, um die SPD wieder in eine bessere Parteizukunft zu führen? Naja, ich bin großer Fan von Olaf Scholz und Clara Geiwitz. Ich habe sie auch gewählt. Trotzdem ist es jetzt so, dass wir ein klares Ergebnis unseres Mitgliedervotums haben. Das wird jetzt umgesetzt. Wir werden die beiden wählen. Und wir werden sie natürlich auch gemeinschaftlich unterstützen, damit wir dann einen erfolgreichen Parteitag haben. Was heißt gemeinschaftlich unterstützen? Heißt das, dass Sie den GroKo-Vertrag nochmal nachverhandeln wollen? Also wenn die Parteiführung der Parteitag das will, dann wird nachverhandelt. Steht auch im Koalitionsvertrag drin. Hat die Union übrigens auch mehrfach probiert in den letzten Monaten. Und da muss man halt eben sehen, was da geht. Ehrlicherweise gehen jetzt beide in Ausgangsstellung und dann wird halt verhandelt. Die Union will laufend irgendwas, ob es nun Unternehmenssteuern, bessere Abschreibungen, mehr Geld für die Bundeswehr ist. Dann kann die SPD auch was wollen, dann wird verhandelt, dann geben beide normales demokratisches Geschäft in einer Koalition. Aber die Union schießt ja bereits zurück. Markus Söder, Volker Bouffier, die sagen, hier wird nicht nachverhandelt, wir wollen nicht den Koalitionspartner beglücken. Naja, ich will auch von der CSU nicht beglückt werden. Im Ergebnis ist es halt so, die gehen jetzt in eine Ausgangsposition. So macht man das, wenn man verhandelt. Alle Seiten wissen, wenn der eine was kriegt, kriegt der andere auch was. So funktioniert Koalition. Kompromisse sind Demokratie. Deswegen, glaube ich, kann man da entspannt rangehen. Wir haben jetzt erstmal einen Parteitag. Da werden dann die beiden Sieger gewählt. Das werden wir gemeinschaftlich mit großer Solidarität tun. Und da die einen gewonnen und die anderen verloren haben, muss man jetzt die, die verloren haben, mit einbinden. Da muss man gucken, dass die stellvertretende Parteivorsitzende stellen, damit wir dann gemeinschaftlich in die Verhandlungen, in die nicht einfachen Verhandlungen mit CDU und CSU gehen. Aber wird das tatsächlich funktionieren, die Verlierer mit einzubinden? Olaf Scholz hatte ja seinen Hut in den Ring geworfen und als man ihn dann am vergangenen Samstag gesehen hat, der war ja vollkommen am Ende. Ehrlicherweise war er nicht am Ende. Olaf Scholz wollte gar nicht kandidieren. Er wollte Finanzminister und Vizekanzler sein. Wir haben ihn dann, viele Mitglieder dieser Koalition, dieser SPD, dieser Mitglieder auch der Bundesregierung, haben ihn gedrängt zu kandidieren. Ich war dabei. Das heißt, wir tragen genauso viel Niederlage in uns. Das ist jetzt aber eben auch einfach so. Jetzt muss man nach vorne gucken. Olaf Scholz ist Vizekanzler und Finanzminister. Das soll er auch bleiben. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir den Koalitionsvertrag verhandeln, gemeinsam und solidarisch. Aber wer sind denn eigentlich nun die Gewinner? Sind es tatsächlich Norbert Walter Borjan und Saskia Esken? Oder ist es nicht dann doch Kevin Kühnert, der JUSO-Vorsitzende, der ja massiv Stimmung für die beiden gemacht hat und im Prinzip auch seine beiden Kandidaten gnadenlos durchgesetzt hat? Also ehrlicherweise finde ich, dass man vom Vokabular her abrüsten muss, gnadenlos schon mal gar nicht, sondern es gab eine große Stimmung in der Partei, die ich nachvollziehen kann, die gegen die große Koalition ging. Es ist halt die dritte und nicht jeder kann, trägt noch weiter CSU, Andi Scheuer, Mautdesaster. Das kann ich verstehen. Trotzdem ist es schlau, dass man zum Beispiel die Grundrente, die wir gemeinsam verabredet haben, jetzt auch umsetzt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand bei uns die Grundrente in Gefahr bringen will, die Mitwirkung an einem Klimapaket, das muss ja auch sozial ausgestaltet sein. Deswegen bin ich da ganz zuversichtlich. Auch wenn die Große Koalition weiterhält bis 2021 oder aber, wenn es dann doch zu Neuwahlen kommt, weil die Große Koalition bricht, wer wird denn Kanzlerkandidat bei den Sozialdemokraten? Ehrlicherweise wird das ein halbes Jahr vorher entschieden. Dafür gibt es dann einen Parteitag. Im Moment haben wir zwei Parteivorsitzende wählen. Das Ergebnis ist klar, weil das Votum der Mitglieder wird respektiert. Wir haben einen Vizekanzler, wir haben einen Finanzminister, wir haben eine funktionierende Regierung.
Mir geht es darum, weil ich da mit großem Engagement auch mit beteiligt war, ich will diese Grundrente. Ich will, dass sie umgesetzt wird im ersten Halbjahr des nächsten Jahres und dass sie dann technisch funktioniert und zum 01.01.2021 auch ins Laufen kommt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in der SPD das nicht möchte. Aber Herr Kahrs, die Frage war ja, trauen Sie einem der beiden zu, Norbert Walter-Borjans oder Saskia Essen, dass einer von den beiden tatsächlich Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten wird? Jeder Parteivorsitzende hat den Anspruch, auch Kanzlerkandidat werden zu können. Es ist logischerweise so. Die Mitglieder haben das so gesehen und so entschieden. Entschieden wird es aber abschließend auf dem Parteitag, auf dem dann das Wahlprogramm beschlossen wird. Und das ist in der Regel ein halbes Jahr davor. Natürlich. Das wird ein interessanter Parteitag an Nikolaus am 6.12., wenn die SPD zusammenkommt und das designierte Führungsduo dann bestätigen wird. Johannes Kahrs, vielen Dank für das Gespräch nach Hamburg. Immer gern.